wichtigste Frage, die gegenwärtig überall diskutiert wird, ist, was wir an wirksamen, weitreichenden Maßnahmen in Deutschland auf den Weg bringen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Wie notwendig das ist, merken wir in diesen Tagen angesichts der furchtbaren Waldbrände, die man in Brasilien sehen kann. Das zeigt uns übrigens auch, dass das keine Sache ist, die nur in einem Land gelöst werden kann, sondern die weltweit notwendig ist, dass da was passiert. Und wir, jedenfalls hier in Deutschland, müssen dafür sorgen, dass das bei uns richtig gemacht wird. Wir werden unsere Klimaziele erreichen. Wir werden das aber so tun, dass die Menschen sich das auch leisten können, dass es nicht vom Einkommen abhängt, ob man jetzt seinen Beitrag zum Klimawandel leistet oder nicht. Das ist das Sozialdemokratische. Wir werden darauf achten, dass es eben nicht nur der Markt regelt, sondern wir ganz klar auch die Menschen mit kleinen, mit mittleren, mit normalen Einkommen im Blick haben. Und ich will, dass wir Kurzarbeit, wenn sie nötig ist, wo immer es geht, mit Qualifizierung verbinden, damit wir auch für den Fall einer wirtschaftlich schwierigen Situation gestärkt aus ihr hervorgehen können. Das ist das, was der sozialdemokratische Teil der Regierung gemeinsam heute hier vorbereitet.